Man könnte sich jetzt fragen, warum hinter mir drei Koffer stehen. Das hat einen Grund, den ich eigentlich gar nicht nennen muss, weil es im Titel steht. Ich habe soeben fertig gepackt. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten. Und dann fahren wir zum Flughafen. Hallo, Mami. Hallo, mein Schatz. Hallo. Okay. So, und bevor es in die Maschine geht, erstmal gesund ernähren in McDonald's. Hey, Mama. Werden wir in Athen auch den Opi sehen? Den Opi? Hier, den siehst du. Hier aber stehen bleiben. Glaubst du, dass wir da auch lang kommen? Okay, das ist voll komisch, dass ich es dir sage, aber... Boulet au coucher, oh mein Gott. Ich habe Marc gestern einen Witz erzählt. Fand er nicht so lustig. Es geht los. Wir sind angekommen und warten auf ein Taxi. Und wir müssen uns ganz hinten anstellen, damit wir da vorne ein Taxi bekommen. Für euch sind einige Sekunden vergangen. Für mich ist eine komplette Woche voller Stress vergangen. Ein kleines, nennen wir es, Update, Info. Wie man schon vornherein wusste, ich bin jetzt in Griechenland. Für mein Studium bin ich jetzt nach Athen gezogen. Und es gab ein bisschen Stress am Anfang, weil ich eigentlich eine andere Wohnung hatte als diese hier. Die Wohnung, die ich anfangs gemietet, gebucht habe, die war in einer Ortschaft von Athen, die man nicht gerne bewohnt. Und davon wusste ich leider nichts. Deswegen war es ein bisschen stressig, weil wir eben nach anderen Wohnungen gesucht haben und es ein Hin und Her war, weil wir ständig unterwegs waren und die Wohnungen angeschaut haben und auch die Gegend angucken mussten. Aber jetzt bin ich endlich geerdet und habe meine Wohnung gefunden, in der ich hier auch bleibe. So viel dazu. Ich freue mich unfassbar auf die nächste Zeit, auf die nächsten Videos, die auch kommen werden. Griechische Videos, griechische Vlogs. Ich nehme euch auf ein Flabam mit. Ich hoffe, ihr habt genauso Lust auf die nächste Zeit wie ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dann.